Gregor, jetzt stell dich doch nicht so an. Es wird Zeit, dass du mal wieder unter Leute kommst. Das mag ja sein, aber wenn ich da hingehe, dann werde ich mit Sicherheit nicht irgendeinen bescheuerten Fummel anziehen. Keine Sorge, es ist ein Maskenball, kein Kostümfest. Na, immerhin ein Lichtblick. Okay, überredet. Ich gehe hin. Hey! Und wer weiß, welche geheimnisvolle Schönheit dir da über den Weg laufen wird. Weißt du, ob Lydia da ist? Beantwortet das deine Frage? Sag mal, erwartest du, dass heute noch ein Märchenprinz hier reinspaziert kommt? Was? Olivia, du hockst hier und starrst den ganzen Abend die Tür an. Dabei hätte ich meinen kleinen süßen Hintern darauf verwettet, dass du alles dafür tust, um noch eine Einladung für den Maskenball zu kommen. Heißt das, du hast noch eine? Nein. Oh Gott, war das gerade Jens? Jens Kramer? Ich glaube schon, wieso? Was ist? Er kommt, beeil dich, du musst da raus. Scheiße, konntest du ihn nicht aufhalten? Mann, ich habe nur eine Sekunde nicht aufgepasst.